Jetzt beginnen wir mit der Produktion der Show. Ich bin hier auf der Titelfolie. Ich habe die Navigation bereits erstellt. Natürlich fehlt jetzt noch der Titel. Ich klicke hier hinein in diesen Platzhalter und schreibe hier Orangerie. Und Microsoft erwartet offenbar noch einen Untertitel. Na dann, dann machen wir das. Das ist meine erste Folie. Der Titel steht hier unten im weißen Bereich und nicht im blauen Balken. Das ist natürlich nur ein Gestaltungsvorschlag von Microsoft. Ich gehe weiter auf die nächste Folie 2. Hier hatten wir einen Zweispalte bereits erstellt und bei der Navigation das Wort Bio auf Weiß umgestellt. Nun hätte ich aber gerne hier ein anderes Layout, nicht dieses Zweispalter-Layout. Ich gehe mal hier auf Neue Folie. Ich sehe, hier gäbe es eine ganz leere Folie, dann würde aber der Titel fehlen. Hier hat es eine leere Folie mit nur dem Titel, aber das würde ja eine neue Folie erstellen. Ich will ja nicht eine neue Folie, ich habe die hier bereits, ich will nur hier ein anderes Layout. Wie kann ich das Layout bei einer bestehenden Folie ändern? Das machen Sie hier unter Layout. Hier sehen Sie alle Layouts wieder. Im Moment ist dieses Layout aktiv. Man sieht es auch, es ist grau hinterlegt. Und nun ändere ich das in nur Titel. Und jetzt ist dieser Bereich hier leer. Ich füge hier ein Bild ein, gehe also unter Einfügen, Bilder und hole das Bild hier orange mit Blättern oder Blatt, einfügen. Es erscheint hier sofort. Natürlich achte ich darauf, dass hier dieser weiße Bereich nicht diese blaue Spiegelung des Titelbalkens zudeckt. Ich stelle das ein bisschen nach unten und packe den Ecknagel, vergrößere das und stelle das so groß wie irgendwie möglich hier mitten in die Show. Das war's schon.